So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Hochelfen, mit Ivresse, um genau zu sein. Und hier sind wir stehen geblieben und in der Pause von der letzten Folge zu dieser Folge hat mir der Chat noch was verraten. Und ja, es ist immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Lasst ein Like da, wenn ihr es auf dem Let's Play-Channel guckt, dann habt ihr es nicht vergessen. Unterdurchtrainiert ist, also eigentlich heißt der Charakter, der Held heißt ja Cavill. Und, oder Cavill. Und hier unten haben wir noch Weißer Wolf. Das ist eine Hommage an seine Rolle als Geralt. Finde ich witzig. Auch, dass es ein Trank ist. Ein Widerstandstrank. Super. Gut, wir sind hier stehen geblieben. In der letzten Folge gab es noch einen wahrscheinlichen Bug, wo der Charakter theoretisch gestorben wäre. Das haben wir nicht akzeptiert. Schnell neu geladen, Autoschlacht und so. Ist gut. Und wir eiern jetzt tatsächlich hier rum. Und haben ein bisschen eine schlechte Situation, weil auf der einen Seite müssten wir Khorne killen und auf der anderen Seite müssten wir die Orks zurückdrängen. Und beides kann ich nicht machen. Er kann fliehen noch, ne? 24. 20. Ja, trifft das ganz gut. Also wir rekrutieren den mal. Jetzt haben wir weniger Bewegungsreichweite, weil wir die rekrutiert haben. Brook no failure. Das finde ich aber gar nicht gut. Joy is wanton. Noch 15 Bewegungen übrig. Der wird entkommen. Auf der anderen Seite, wenn er von hier noch kommt. Ich kann natürlich hier rüber und abwarten. Okay, wir machen das so. Wir laufen hier rüber. Hier haben wir nämlich echt fast gar keine Regeneration. Dann machen wir hier den Segen rein. Wir gucken mal schnell, wie er sich bewegt. Wir könnten auch einen Hinterhalt machen. Okay, wir machen ihn Hinterhalt. Könnte sein, dass er sich davon baiten lässt. Dann holen wir ihn. Vielleicht rennt er ja nicht weg. Ja, naja, wenn er halt zurückrennt und hier eine Armee steht im Dunkeln und ich nicht mehr genug Bewegungsreichweite habe, kämpfe ich gegen zwei. Das will ich verhindern. Und die Möglichkeit besteht. So, wir machen jetzt zuerst mal Kohle und bauen das aus. Die Unzen und das Zeugs, also die Farbe, das kommt später. Ich bin erstaunt, dass der überlebt hat. Und ich frage mich, was hier eigentlich zum Teufel los ist. Hat er ihm den Krieg erklärt? Ja, nice, hat er ihm den Krieg erklärt. Wir haben aber gut Ruhe dadurch. So, irgendeinen Wrack oder so haben wir leider immer noch nicht. Nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Ah, warte. Diplomatie. Da habe ich gar noch nicht drüber geguckt. I may approach. What do you seek from the Asur, traveler? Bisschen Geld. A wise course. Super. Dann machen wir hier nochmal schnell. Schutzbündnis. It shall be done. Uff. Okay, das Schutzbündnis war vielleicht nicht so gut, weil jetzt sehen wir rüber. Und jetzt wissen die Orks, dass wir hier sind. Die hier. Und die hasst mich. Der ist im Wag sogar noch. Okay, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Die Hochelfen sind auch noch hier. Die Hochelfen, die Grufti sind auch noch. Uff. Okay, das könnte in einem bösen, bösen Krieg ausarten. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Was macht der Ork jetzt? Okay, er ist reingefallen da drauf. Jetzt kriegen wir ihn da. Ja,
noch in der perfekten Stellung. Wunderbar. Wenn Pläne aufgehen. So. Ein bisschen mehr Geld, wenn ich noch dufte. Und damit catchen wir den gleich. Ja, Siedlung ausgeraubt. So, Außenposten wird gebaut. Bitte hier. Nein, natürlich hier unten. Defend your Prince of Alf. I speak for the Phoenix King. Most ja, super. Alaria. God. Okay, also. Er ist immerhin hier dran. Das hier ist sehr besorgniserregend. Ich weiß nicht, ob die im Krieg. Ah, die sind im Krieg. Okay. Die haben untereinander Streit. Das verschafft uns Zeit. Wichtige und wertvolle Zeit. Magic in purest form. In purest form. A reckoning. Okay, wir brauchen viel, viel mehr Geld. Wäre er eigentlich bereit, seine Siedlung mir zu verkaufen? Agrul. Nun denn, holen wir uns die hier. Ein entscheidender Sieg. Da behauptet er, da stirbt was. Von wegen. Wenn da nicht irgendwelche Helden durch den Boden gebackt werden, dann stirbt hier gar nichts. Ich glaube, ich weiß es, was es in der letzten... Ich weiß, was es war in der letzten... In der letzten Folge, warum der Held gestorben ist. Kennt ihr das, dass wenn ein Held auf einer Mauer steht und die Mauer bricht zusammen und der Held fällt runter und stirbt dadurch? Ich glaube, dass das was Ähnliches passiert ist hier, nur dass es nicht beabsichtigt ist, dass man einen runterwirft dann hier so. Also, dass der Riese zugeschlagen hat und dann wirft er den irgendwie rund. Oder vielleicht ist es beabsichtigt. Ja, ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Okay, wir versammeln uns hier hinten. Ja, dieser Engpass ist perfekt. Den nutzen wir auch. Und ich finde, den dürfen wir auch brauchen. Weil wir hier Stein haben und hier Stein haben, ne? So, also es ist eigentlich eine gute Stelle. Meines Erachtens nach auch eine Stelle, die man so wenden darf. Na warte, die habe ich gar noch nicht gezeigt. Das sind, eigentlich sind das auch Bogenschützen mit leichter Rüstung, nur dass die noch Feuerschaden machen, weil es halt legendäre Einheiten sind, ne? Müsste ich schnell wechseln, weil die Schwertkämpfer, die werden da sonst leiden. Without fail, Assyrian guides us. Archers, moving out. Speak quickly. Moving. It serves Ivres. Dass sie im Gewaltmarsch sind, ist es so, dass die Armee so oder so stirbt. Die kann nicht mehr wegrennen. Das heißt, wir müssen alles, was flieht, wir müssen nichts machen. Sind einfach alle dem Tode geweiht. Servant of the Tower, command me.
Also wir heilen alles mal hoch, ne? For duty. Bleak, but unyielding. It will be done. We will obey. Archer. Der rennt immer ein bisschen ausweichend, weil die hier noch auf ihn schießen. Ja, ein Trank für dich, ein Trank für dich. Dann kommt hier der Zauber drauf, dann geht er down. Ab dem Zeitpunkt, wo der Kommandant stirbt, geraten die wahrscheinlich in Panik. Raten mal, wer in Panik gerät. Alle. Schön. Okay, der Engpass war super. So, Kommandanten haben wir mitgenommen. Die Armee war im Gewaltmarsch, hat also keine Chance zu fliehen. Die ist tot, egal wie viel entkommt. Das nimmt mich immer noch ein bisschen mit, dass die in der letzten Folge dieser Schlacht da, dass der da einfach weggebackt ist. Das ärgert mich ein bisschen. Ich kann es jetzt nicht ändern, das ist jetzt passiert, wie es passiert ist. Ich hoffe, alle sind gnädig in den Kommentaren. Man kann es ja nachgucken. Wir nehmen das Geld, weil das haben wir nötig. Ein bisschen aufbauen. Prinz Elthar. Uff, riesiger Dunghaufen, die Orks haben draufgekackt. The Warden of Tor Ivres. Miese Viecher. Haunted by failure. Das Ding ist halt, wenn wir den da weg hätten, ne? Das hier dauert länger. Okay. Wir rutschen hier runter. Okay, er ist Stufe 12, das heißt, wir können den Klingensturm aktivieren. Dann können wir zerbricht an den Mauern. Nein, was haben wir hier? Bewegungsreichweite mit Kampagnenkarte. E-Pilzkacke, ja. Nicht anfassen, hochgiftig. Abkühlzeit, feindliche Führerschaft, das ist auch nicht schlecht. Rüstung beim Verteidigen. Hm. Rüstung für Einheiten mit Schild, Armee des Kommandanten, endlose Salve für Geschosseinheiten. Füllt Munition auf. Rüstung für Einheiten mit Schild. Na gut, wir haben recht viele mit Schild dabei. So, Sub, mein Guter. Du wirst hier weiterführend Magier sein. Er will das Ding hier nicht verkaufen, ne? Wahrscheinlich würde er es verkaufen wollen, wenn wir das hier noch hätten. Weil dann hätten wir beide nämlich, oder die ganze Provinz. Ich nehme hier mal die Steuern raus, weil das wird eine Rebellion geben. Wenn ich das Geld brauche. Wie viele kommen hier eigentlich? 15. Die kommen nicht rein. Da ist sicher noch eine zweite Armee unterwegs. So, dann war ich ja dabei, mehr Geld rauszunehmen hier überall. Ja, wundervoll. Also, wir befragen den Herrn hier. I will do whatever it takes. Super. Whatever it takes. Limitless talent.
Ja, aber ich lasse den noch drin hier, ne? Die Herrschaft gegen Grün heute. Hast nämlich eh alle. Grün heute. Die Piraten hier sind besorgniserregend und dass wir auf der Seite das nicht im Griff haben, ist auch nicht gut. Wenn die jetzt noch mitmischen, holla die Waldfee, würde ich dann sagen. Also gut, schauen wir, was passiert. Let your words be true. And your Nein, weil dann ist meine Küste unsicher. Du kriegst das schon hin. All deine Armeen stehen eh da. Ich bin hier noch beschäftigt. Im Ödland. Die haben einfach in meine Siedlung geschissen. Die Orks haben einfach in meine Siedlung geschissen. Glaub ich. Ja, Kemri hat gerade den Todeskamm. Aufgabe erteilt. Was hast du den jetzt einfach gekriegt für nix? Ja, weil wir zwei Provinzen haben. Ja, moin. Schön. Ja, das hier hat sich gerade erledigt. Kemri hat das gerade gemanagt. Das stört mich aber ehrlich gesagt, weil eigentlich will ich das hier haben. Ach nö, Götter. Die Götter zornen uns so unzufrieden. Kontrolliere zwei Provinzen vollständig. Aktuelle Anzahl 4. Achso, wenn er das Level erreicht hat, schaltet er das frei. Gut, also mein normales Vorgehen wäre jetzt gewesen, ich renne hier rüber, ich hole das, ja, und mach die da platt. Er hat Korn echt gekillt. Unfassbar. Das ist ein Glücksfall. Wenn das aber, muss man sagen, wir hätten einfach eine Schlacht gegen Korn geführt und hätten ihn dann hier platt gemacht. Aber ich, ja, Glück gehabt. Das passiert nämlich normalerweise nicht. Scholar Supreme. Trained by the White Tower. Magic in purest form. Wir machen mal einen Komet hier. Obwohl, warte mal schnell, warte mal. Haben wir das freigeschaltet? Okay. Unterhalt für Phönixgardisten. Unterhalt für Schwertmeister. Unterhalt für Drachenprinzen. Einkommen bei nachher. Unterhalt weiß Löwenkrieger. Unterhalt für Schwerträger, Grenzläufer, Bogenschützen. Unterhalt für Drachen. Unterhalt für Seegarde von Lottern. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Minus 5% für Streitorgen. Ich glaube, ich lasse das noch offen. Jetzt müssen wir uns zuerst hier um die Orks kümmern. Warum ich nicht die schwebende Stadt einnehme? Weil ich zuerst mich um die Orks kümmern will. Deswegen. So, um bei der Forschung hier hinzukommen, brauchen wir dieses Gebäude. Und genau dieses Gebäude bauen wir jetzt hier. Also, ich sag so, ich habe ein paar Testläufe gemacht mit Ivres, ne? Und das ist mir noch nie passiert, dass Korn hier von ihm zerdrückt wird. Normalerweise kämpft man selber gegen ihn. Und die Pläne, die ich aufgestellt hatte mit den Bogenschützen und den Nahkämpfern und der Heilung und so, das funktioniert in der Regel gegen ihn. Ich fühle mich ein bisschen betrogen um diesen Kampf. Ich hätte Korn selber gerne zusammengeschlagen.
Fühle mich ein bisschen betrogen in diesem Kampf. Skarbrand, ja. Also nicht Korn selber, sondern Skarbrand. Den meinte ich auch, den Jockel. Hier richten ihn. I do. Komm, ist gut. Tull the Green. Gut, wir hätten ihn wahrscheinlich dann einfach selber gekillt. Ach, das ärgert mich jetzt. Skarbrand hätte ich gerne getötet. Mann. Weil dann hätte ich die Provinz hier unten gehabt. Das müssen wir jetzt dann irgendwie anders lösen. Aber es wird hier in der Regel ein Blutbad. Wenn man selber entscheidet, Skarbrand zu holen, dann verliert man hier vielleicht was und dann muss man wieder zurück. Und dann ist Skarbrand mal weg und dann kommen wir mit der Armee hier weiter nach vorne. Wird eigentlich gut. Ja, ja. The Grim Prince. Ich könnte noch eine Armee ausrufen, die sich dann um eine Rebellion kümmert. Theoretisch. Naja, die wollen jetzt gar nicht mehr, ne? Ja. Na gut. Also, was bewegt sich hier? Nicht viel. Das machen wir lieber hier unten. Obey the vow. Strike them down. Das wird aber spannend, wenn der jetzt noch ein Dings hat. This is the strength. Eine Diplomatie. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen jetzt. Ich wollte Skarbrand doch noch bekämpfen. Mann. Na gut. So ist es halt. Ich habe mich eigentlich schon bereit gemacht, um runterzugehen. Aber das ist ja auch das Schöne. Jede Kampagne ist ein bisschen anders. Die Grenzläufer. Ja, wir gehen jetzt noch auf die Adler, dass die ein bisschen schneller sind. Wo kommt jemand an? Ja, das. Okay. Da geht gerade jemand drauf. How can I darken it? Azur Princess. A reckoning. Und wir jetzt hier mit Farbe. Chat. Ich nehme an, ihr hättet den Kampf auch gerne gesehen, ne? No glory. Only service. Ich nehme an, ihr hättet den Kampf auch gerne gesehen. Wie du aufs Maul kriegst. Ist immer gut. Hey, hallo. Den hätte ich schon irgendwie geschafft. Oh, gemein. Ich bin der Ansicht, den hätte ich platt gemacht. Es wäre ein schwerer Kampf geworden, aber. Orders received. Understood.
We will obey. Spearman, loyal. Da. I'm waiting. Eagle Claw. Bitte entschuldigen Sie mich. We will obey. Assyrian guides us. Assur forward. Servant of the Tower. Wir haben Troller. Große, böse Troller. Da spinnen. Ah, da, das, jetzt können wir mit dem Helm können jetzt die Dings hier beschwören, das ist schon gut. Ich knall hier auf die Wild Orks ein. Du kannst dich bewegen oder kannst es sein lassen. Aber ich bewege mich nicht. Gehen wir auf die hier schön los. Warden of Althwa. Acknowledged. As you say, acknowledged. Warte, wo sind die mit Feuer? Die sind anfällig gegen Feuer. Die sind ganz. Oh, die sind auf der anderen Seite. Das ist schlecht. Wir gehen hier mal schnell rüber, damit wir die Flanke schützen können. Ach so, ich beschwöre gar nichts. Das ist auf sich selber. Ja, Mann. Seite rein. Bogenschützen abknallen. Hier ein bisschen reinschießen. Noch sauber von der Seite. Ja, die Spearmen gehen down. Wir waren in der Siedlung, sind damit alle tot. Ich fühle mich betrogen um den Kampf gegen Skarbrand. So unfassbar. Wie mich das wieder ärgert. Kampagne neu starten. Nee. Wir hatten ja so viele so spannende Schlachten, wo, glaube ich, es total spannend war zuzuschauen. Und der Unterschied ist auch gar nicht so gewaltig. Also, wenn man in die Situation kommt, wo man Skarbrand angreift, dann muss man schnell sein, einfach. Wir nehmen sie da ein. Ja, Kosten fürs Bauen. Und zwar im Grunde genommen, ja. Im Grunde genommen flitzt man hier einfach durch, ja. Möglichst schnell. Und auch wenn er einem den Krieg erklärt oder er einem den Krieg erklärt, einfach durch. Damit Skarbrand weg ist und dann hier drehen. Und dann wieder hoch. Weil das hier hält eine gewisse Zeit lang stand. Man muss einfach schnell sein, darum geht's.
Und im Grunde genommen haben wir jetzt das Gleiche gemacht. Wir sind einfach so und dann hier. Und dann wäre ich tatsächlich so und hätte das genommen und dann wieder zurück, weil er das schon geholt hat. Wir wären aber so sogar schneller gewesen. Insofern man genug Bogenschützen hat, geht das. Scheiße. Also das da drüben ist besorgniserregend. Und die werden kommen. Das da ist auch nicht so gut. Aber ja, man hat halt unterschiedlich Glück oder Pech. Das war jetzt tatsächlich einfach Glück. Prinz Eltharion. Prinz. So, passive Fähigkeit. Armee des Kommandanten. Ja, das machen wir. Grimmige Disziplin. Allesamt. Könnten wir magische Reserven oder Lebensentzug. Lebensentzug ist ganz gut, weil dann kriegen wir ein bisschen mehr Energie. Und das dann als nächstes. Weiß nicht, wie viel er noch besitzt. 3, 4? Okay, das heißt die ganzen westlichen Düsterlande. Ordnung 4. Da die Korruption. Wenn ich das bauen würde, dann hätten wir plus 2 und wenn ich das. Wir machen das schnell anders. Wir machen das plus 2. Und in der nächsten Runde noch das Ritual und dann dürfte sich das stabilisieren, ohne dass wir da noch hin müssen. Das hier wird sich wahrscheinlich auch stabilisieren. Das ist 6 jetzt. Wie lange braucht er denn? Okay, nein, dann haben wir die beiden im Griff, dann müssen wir nicht zurück. Und hier warten wir einfach. Wir versuchen das noch so kostengünstig wie möglich zu halten. Wir sind mit ihnen in einem Defensivbündnis. Aber die Insel ist aber auch unter Druck hier, ne? Und damit meine ich nicht tektonische Plattenverschiebung. Okay. Sorry. Meinst du die Auto-Resolve-Schlacht? Hey, ich hab's legit gewonnen. Clan Moors? Ja, gut, jetzt hatten wir Glück mit Skarbrand, aber dann kommt Clan Moors. Clan Moors! I mean, what? Und dass die in dem Moment einen Varg ausrufen, ja, da sind die Hochelfen tot, verdammt, von solche befallen, nicht gut. Autorität, Kontrolle. Was hat er hier noch zusätzlich drin? Kann er direkt angreifen? Ja, er hätte Trolle dabei, damit würde er durchkommen. Okay, wir rennen voller Kanne drauf zu, um das zu deffen. Ich mache das Ritual trotzdem. Ja, wir machen das Ritual. Wo ist er eigentlich? Er ist hier hinten, oder? Wahrscheinlich hier. Oh Gott. Eine sehr spannende Kampagne, muss man schon sagen. Ich würde sagen, wir brauchen die als Verbündete. Bow before the rightful lords of the realm, and I'll hear your demands. Ja, na, bitte. Yes. So, damit dürfen wir Kontakt auch zu ihr haben. Yes. Now. Die uns noch nicht so mag. Ja, schrei mich nicht an. Die uns noch nicht so mag. Dann müssen wir gucken, dass wir das ändern. Wo ist sie hier? Gut, der Sigmas geht aber auch nicht wirklich auch, ne? Könnten uns mit denen gut stellen. Sigmas will. Okay, wir haben die Bretone noch auf der anderen Seite. Die müssen wir auch auf unsere Seite ziehen, damit wir sie gegen die Orks brauchen können dann.
Wo sind sie denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich bin blind, ne? Hier, Kuron. Verbessern die Beziehungen mit Kuron. Ja, er wird als nächstes wieder hier voller Kanne angreifen. Wieder voller Kanne reinbringen. Das war sowas von. Wir verhören den mal. Also hat jetzt hat eine Armee, die auf mich zukommt. Er kämpft auch gegen ihn. Okay, er ist ein nützlicher Idiot. Er ist aktuell ein nützlicher Idiot. Tja, ich denke, dass wir da versuchen. What is it? I am. Da bin ich dabei, Madame. Finde ich gut. Ein Schutzbündnis würde uns sogar hier noch Verteidigung reinbringen. Ein knapper Sieg, sagt er mir. Aber wie immer kämpfen wir das selbstverständlich selber. Wir wollen die Gefangenen ja nehmen. Hört die Vernu Mimi. Hey, hallo? Nein, okay. Dass die Skaven mir den Krieg erklärt haben, das macht es das mit Skabrand fast wieder wett. Also vom Schwierigkeitsgrad her. Nicht, dass ich mich jetzt mega freue. Aber das ist halt das. Ich fände es ein bisschen schade, wenn die Kampagne zu einfach wäre. Und dass Skabrand jetzt von den Gruftis weggemacht worden ist, das wäre eben so ein Moment gewesen, das hätte es für mich so ein bisschen. Oh Gott, jetzt, das hat es jetzt einfach gemacht. Da mir jetzt aber die Skaven den Krieg erklärt haben, macht es das automatisch wieder schwierig. Weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, dass ich daran Freude habe. Das Verhältnis verschiebt sich. Ich dachte wirklich, dass ich damit Geister beschwören kann, aber es ist einfach nur. Einheiten können nicht sterben, während diese Fähigkeit aktiv ist. Okay. Ich würde sagen, läuft. Geh da mal wieder rüber. Okay, die Wolfsreiter kommen auch von der anderen Seite. Das sind sogar zwei. In dem mal schnell hin. Den Zap schieben wir da rüber. Also das ist ein Schwarz-Ork-Boss. Die gehen links da aber nicht drüber.
Oh, der wird aber gut von dem Adler-Dings getroffen, ne? Die Trolle auf der linken Seite hier beunruhigen mich etwas, die hier durchrücken wollen. Wo genau greift er eigentlich nicht an? Claim vengeance! Acknowledge! We will obey! Ancestors! It will be done! Archers! Eldarion! Fangsword strikes! Wir nehmen die mal schnell hier rüber wegen den Regenerativen. Die kriegen nämlich mehr Schaden durch Feuer und die machen Feuer. Schaden. Trolle unten rum, ich sehe sie nicht. Ich sehe die verdammten Trolle nicht. So, wir heilen hier mal schnell durch. Da sind sie. Immer schön durchheilen. Wie sieht's bei ihm aus? Er lebt noch gut, ne? Geben wir mal schnell den Trank. Kommen die Wölfe von der Seite? Nein. Können wir ihn in den Nahkampf schicken? Archers! Understood! Acknowledged! For duty! Man kann sich zur Not selber heilen. Ich will eigentlich den Kommandanten wegkicken. Bevor er mir hier zu weit wegrennt, müsste er eigentlich gehen. Wir entziehen ihm noch Lebenspunkte mit dem Zauber. Ne, das ist gar nicht mehr notwendig. Er geht drauf. Ja, dass der Speer ihn trifft, ist nicht so gut. Come on, okay. Wir haben ihn. It will be done. Loremaster of Hoeth. Seal! Sehr gut. Du verfolgst bitte die Rolle, damit die sicher noch drauf gehen. Du heilst dich mal selber. Nein, du musst nicht den töten. Das ist der Held, den könnte ich nämlich noch gefangen nehmen. In der... nicht töten! Ihr habt nicht mehr selbstständig zu denken. Okay, er ist tot. Ich habe vergessen, dass die Adlerklaue da noch drauf schießt. Ja, und er wurde hingerichtet mit so einem Bolzen in den Rücken. Läuft bei ihm. Okay. Das Schöne ist, wir haben ihn gefangen genommen. Na, das passt schon. Naja, wir haben gleich beide gekillt. Das war nicht das Ziel. Ich wollte eigentlich ihn töten und ihn dann in der Schlacht, wenn wir angreifen. Ja,
Das ging jetzt aber in die Hose. Dann greifen mich einfach noch die Skaven an, Alter. Richtig mies. Oh, ich hätte mich noch durchhalten sollen. Ja, wir füllen mal alles auf, ne? Alles, was geht. Na gut, sie haben einen neuen Kommandanten gekriegt. Können wir den neuen Kommandanten killen? Let's go. Krieg beitreten. Nein, du hast... Hä, wir haben ein Schutzbündnis und dann hast du ihm den Krieg erklärt. Bist du doof? Oh Gott, Bellacor kommt da auch noch an. Ja, wir verhören den mal. Und den richten wir mal hin. Ich habe jetzt einen neuen dabei. Wir haben viele schöne Sachen gekriegt. Okay, das hier ist ein Problem. Es ist ein sehr großes Problem. Oh Gott. Hi, Elven Archmage. Also, wir können auf der Seite mehr Bogenschützen machen. Die Helmwachen. Und ich muss gestehen, also Kapazitäten plus 4 für Wachen. Was ist das hier? Glaubensträger, okay. Wir machen den hier. Dann könnten wir theoretisch mehr von denen holen. Die werden halt nicht rüstungsdurchdringend sein. Aber es ist immerhin etwas. Rekrutierungskosten gehen runter. Was haben wir hier eigentlich Schönes? Munition für Bogenschützen, Seegarde, Lottern, Geschossstärke für all die schönen Bogenschützen, die wir hier haben. Ja, wir lassen das mal fertig rutschen hier. Investieren das Geld hier hinein. Prinz Eltharion. Haunted by failure. Ich überlege gerade, ob es für ihn eigentlich ganz clever wäre. Wenn wir einen Blitzschlag kriegen wegen den Orks. Auf der anderen Seite wäre es ganz gut, wenn die Richtung Goldstufe gehen, weil die Bogenschützen sind bald Goldstufe. Kriegen die eigentlich erheblichen Schaden? Ja, 12% mehr. Oh, wir haben den Greif. Cool. Dachte, die kriegen einen Drachen. Ja, die meisten Hochelfen. Er nicht. Er hat Sturmschwinge. Ja, yeah, okay. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ist eigentlich die Garde mit dabei, die hier? Ja. Also gut. Wir machen das so. Kampftraining dann noch. Joy is wanton. Ja, ist relativ klar. Wir kämpfen selber, weil wir müssen ihn gefangen nehmen. Den anderen haben wir hingerichtet. Das heißt, wir haben einen Platz. Und das gibt auch XP für die Bogenschützen, weil wir die ein bisschen in den Vordergrund stellen. Oh ja, das ganze Ödland. Er ist aber spannend. Archers! It will be done! Without fail! Understood! Bleak, but unyielding! Boah, wie majestätisch! Wie schön, die Kreatur. Warte,
Warte mal, warum ist der Arsch wie ein Leopard gemustert? Also so die oberen 50% finde ich sind cool, aber warum ist er unten, warum hat er Leopardenmuster? Wer dachte sich, das ist eine gute Idee, ein Leopardenmuster zu... Naja gut, okay, sieht trotzdem cool aus. Was meint ihr, Chat? Sieht das Leopardenmuster gut aus oder sieht komisch aus? Ich finde, es wirkt so ein bisschen halb-halb. Irgendwie gefällt es mir, aber irgendwie auch nicht. Ich dürfte auf YouTube auch gerne Feedback schreiben. Bin ich mal gespannt, was ihr meint. Ich stelle die immer auf der falschen Seite auf. Das gibt es doch nicht. I'm waiting. Eltharion. Loremaster. Elfrai Harathai. Archers, we will obey. Ancestors, it shall be done. I fight for Ivress. Loremaster of Hoenn. Avenge the fallen. Orders received. Make Ulthuan proud. And down. Glory matters not. The might of Ivress. So, wir heilen uns noch schnell selber durch. Sieht schräg aus, oder? Sieht wirklich ein bisschen schräg aus. Wenn sie denn, wenn sie den die unteren Beine gleich gemustert hätten, also vom Design her wie die Brust oben. Dann, also dann würde es einheitlich aussehen, das sähe gut aus. Aber so ist wirklich ein bisschen weird. Aber vielleicht, hängt das auch mit der Lore zusammen. Vielleicht ist das ein spezielles Reittier, das halt da ein bisschen anders ist und deswegen so dargestellt wird. Also schießt mir gerade durch den Kopf als Gedanke. Dieses Mal das Geld. Aber ich finde auch, sieht ein bisschen schräg aus. So, dann verhören wir dich auch. Richten wir den hin. Ah, wir richten beide hin. Ja, damit ist er Stufe 16. Der Greif ist aus Tierkörpern gebildete mystische Mischwesen, von dem es zwei Haupttypen in mehreren Varianten gibt. Es gibt meist dargestellt mit löwenartigem Leib, der Kopf eines Raubvogels mit mächtigem Schnabel, spitzen Ohren, meist mit Flügeln, aber auch in abweichender Varianten. Ja, ja, hier ist aber so, ich weiß nicht, das ist so halb-halb. Ich hätte es anders dargestellt, ich hätte es anders gemacht. Obey the vow. No rest, no weakness. I cannot rest. Also wir rennen jetzt hier hin. Und dann hoffe ich dahin. No. Haunted by failure. Gork ain't happen, not happening. The nation. All right. I am ready to parley. I hope your words are wise. Okay. Anyway. Nicht ein Respekt noch mit denen. Obwohl die sind mit den Zwergen im Krieg, aber. Time is gold.
Let us not waste time is actually gold. Agreed. Nein, mit den nichts. Of Althwan, the true of heart, always find a warm welcome in my court, serving the gods. Okay, wir werden hier voll überrannt auf dem Donut. Mission erfolgreich. Super. Ich muss aber hier nochmal schnell Unterstützung ranholen, weil er wird mich safe. Ah, der kommt safe. Der kommt sowas von safe. Never falter. Scheiße. No! Der ist auch schon da. Okay. Wow. My throng stands ready. Do not disappoint me. Wir werden mit den Zwergen ein besseres Bündnis aufbauen, damit wir auch hier in eine gesunde Richtung gehen, weil wir haben zu viele Feinde in allen Himmelsrichtungen. Wie sieht's hier aus? Das wird wahrscheinlich zu Tode geplündert, gehe ich davon aus. High Elven Archmage. Okay, wir machen eine gute Anzahl an Moneten. 50 bis 74. Das heißt, ich bräuchte hier tatsächlich noch ein bisschen was. Provinzeffekt. Nebel von Ivres, verbündete Armeen innerhalb des Nebels von Ivres erhalten zusätzliche Bewegungsreichweite und die Armeefähigkeit in Nebelhüllen. Wir schalten das frei. In remembrance of great Meranian. Aktiviert. Nebel von Ivres 3. Verbündete Armeen erhalten im Nebel von Ivres ebenso eine verringerte Rekrutierungsdauer und erhöhte Energiereserven. Das bringt mir nicht so viel. Schaltet die Gebäudekette der Nebelwander frei. Führerschaft, das seht ihr halt nicht. Führerschaft für alle. Nebelwandler. Den Segen. Wir machen mal das hier. Das schaltet ein Gebäude frei, dass wir auch da ein Dings bauen können, wo nicht Ivres ist. Ne? Das ist diese Gebäudekette hier. Das Heiligtum der Nebelwandler. Und dadurch haben wir eine höhere Rekrutierungskapazität von diesen Special Units. Wie sieht's eigentlich aus wegen denen hier? Es geht runter. For Britannia! You must restore order. Think me fool! Wenn wir Glück haben, wird hier Verteidigung gebaut von Avalorn. Müssten sie eigentlich. Viel mehr gibt's nicht. Okay, ja. Da kommt eine große Armee auf mich zu. Wir werden herausfinden, ob wir das schaffen. Er wird mich angreifen. Wahrscheinlich mit der gesamten Stärke, die er hat. Wir können nur hoffen, dass die Vampire noch hier bleiben. Er hat's nicht geschafft. Er kam nicht bis zu uns. Siedlung belagert? Ja. Not enough warpstone. Die Großherde kommt. Ja, es bricht alles gerade ein bisschen zusammen hier. Ja, okay. Uncontrollable. A step too far. No! False one! Bring me my tomes. Not a chance! Magic in purest form, trained by the White Tower.
Ja, die müssen wir jetzt, weil der kommt. Master Mage. Oh Gott. Okay. Stand ready. Die supporten sich gegenseitig. Wie mache ich denn das jetzt? Wir könnten den angreifen, versuchen schnell zu töten, aber wenn die Armee ranrückt. Das Problem ist, ich glaube, wir könnten schon beide mit den Bogenschützen niederschießen, aber es würde mich. Wir werden ein Problem haben mit der Munition. Auf der anderen Seite, wir füllen hier auch wieder Munition auf mit der passiven Fähigkeit, nicht wahr? Die Unterstützungsarmee nimmt mich völlig auseinander. Stop pushing it. Shut off. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Wahnsinnig gut wird es nicht sein. Brook no failure. If I don't like your words, I'll blast you with my spell. Mein Problem, wenn die Skaven nämlich weiter nach vorne gehen. Ja, ja, die, also die Skaven sind eh ein Problem. No! Blame you, you! Ja, dieses Problem, das löse ich in der nächsten Folge. Das löse ich in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich agiere. Ein Angriff ist, glaube ich, töricht. Ein Rückzug und hoffen, dass er sich blöde bewegt, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Wenn ihr so am Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und in der nächsten Folge schauen wir, wie wir diese Misere hier im Ödland lösen können. Wir kriegen da langsam auch Probleme bei uns auf dem Donut. Da kommt sehr viel übers Wasser. Es bleibt spannend. Ich dachte schon, dass mit dem Wegfallen von Skarbrand, damit dass das so schnell ging, würde die Kampagne in eine unangenehme, einfache Richtung treiben. Aber das ist cool. Das ist cool. Herausfordernd. Gut, wie es weitergeht, in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.